Hallo, ich bin Anne. Ich bin Nick. Wir haben letzten Oktober zusammen unser Startup Dactylos Media gegründet und zurzeit entwickeln wir unser erstes Projekt, eine interaktive Kinderbuch-App für Tablets. Wir wollten gerne, dass Kinder auch im App Store guten Lesestoff finden. Und wir hatten uns angeschaut, was es da gibt. Und da gibt es für Kinder, die schon lesen können, eigentlich so gut wie nichts. Aber wir stellen die Brücke her zwischen Spiel und Lesen mit einem neuen App-Format, der Lesequest. Die Lesequest funktioniert so, dass die Kinder den Text lesen und im Text Wörter antippen. Die Bilder fangen an, sich zu bewegen und es passiert etwas und die Geschichte geht weiter. Ja, die Geschichte Metamorphos von Peter Hacks haben wir ausgesucht, weil es eine super witzige, gute Geschichte ist. Und in dieser Geschichte geht es um Verwandlung. Kinder lieben es ja, sich zu verwandeln. Und technisch lassen sich diese Verwandlungen auf dem Tablet natürlich super darstellen. Wir haben Max in einer russischen Website für Designer und Illustrator gefunden. Das war eine verrückte Welt mit verrückten Personen und eine wunderschöne Technik. Das passt super zu unserer Geschichte, ja, weil das auch, es ist so ironisch, es ist witzig, es ist grotesk, es ist ganz ungewöhnlich. Also sowas hat man einfach noch nie vorher gesehen, das passt. Ja, auf Crowdfunding sind wir aufmerksam geworden, eigentlich über Freunde und Bekannte. Wir haben gesehen, dass sie selber Projekte machen. Wir haben auch über klassische Finanzierungsmöglichkeiten nachgedacht, aber für uns als Startup ist es schwierig, einen Kredit zu bekommen, weil wir noch kein fertiges Projekt vorweisen können. Wir haben schon viel gemacht. Wir haben schon Prototyp gemacht. Wir haben schon Team gefunden. Aber wir möchten jetzt weiterkommen. Crowdfunding ist dafür eine wunderbare Möglichkeit, ein Projekt zusammen in die Welt zu bringen. Jetzt brauchen wir eure Unterstützung. Geht auf durchstatter.de/meta-morphos-app, klickt auf Fan werden und unterstützt uns. Ja.